Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute mit der Frage, kann ein Spiel alleine durch seine Umgebung und Geräusche wie so etwas wie Angst oder Beklommenheit in dir auslösen? Das ist jedenfalls das, was Pools verspricht, einem Spiel, was mir auf Steam vorgeschlagen wurde, was durchweg gute Rezensionen bekommen hat, vor kurzem erschienen ist. Denn das Spiel sagt, es gibt keine Jumpscares, keine Monster, die dich verfolgen, gar nichts, nur Geräusche, Umgebung. Es wird mit der Angst vor Verlorenheit, vor dunklen Räumen, vor Enge gespielt. Und das will ich heute mit dir rausfinden, ob das wirklich stimmt, was da versprochen wird. Und dann sage ich einfach viel Spaß bei dem Video. Das Spiel ist unterteilt in 6 Kapitel. Wir werden jetzt direkt in Kapitel 1 reinspringen. Okay, ich drücke mal hier auf Play, okay. Eine Sache, die du natürlich noch über mich wissen solltest. Schwimmbäder, Umkleidekabinen, Gemeinschaftsduschen. Genau sowas ist etwas, was in meinen Albträumen vorkommt. Also das Spiel hat mich jetzt schon gegriffen. Und ich bin sehr gespannt. Es ist ja ein Erkundungsspiel. Wir sollen uns einfach umschauen. Ich werde mich jetzt ein bisschen umsehen. Und werde natürlich auch nicht so viel reden. Was passiert da? Das war nicht ich. Ich habe mich da nicht hingesetzt. Das war das Spiel selber. Haben wir einen Körper? Ne, ich habe keinen Körper. Okay. Der Boden ist kitschig. Wie gesagt, es gibt 6 Kapitel und wir werden jetzt zumindest mal das erste auf jeden Fall spielen. Vielleicht auch das zweite. Um einfach die Frage zu beantworten, hält das Spiel, was es verspricht? Ach du Scheiße. Es hat halt schon so, ja, so ein bisschen Lost Places Vibes. Okay, boah, ich kann noch schwimmen. Das ist auch sowas, stell dir vor, da greift jetzt sowas von unten und zieht dich hinab in die Tiefe. Diesem sterilen Schwimmbad. Ist da, manchmal habe ich auch so, weiß nicht, ob du das Gefühl kennst, aber manchmal, so gerade in Spielen oder aber auch in der Realität, habe ich manchmal so den Drang, jetzt wie hier so eine, ja, so eine Weite ist, in die letzte Ecke reinzuschwimmen und zu gucken, was das ist. Kennst du das Gefühl? Okay, tauchen kann ich nicht. Weißt du, so sich in den letzten, dunkelsten Ecken rum zu verkriechen und zu gucken, was das ist. So wie jetzt hier. Aber natürlich ist da nichts, ne? Okay, schon mal ein kleines Zwischenfazit. Die Optik ist geil. Sehr gut gemacht. Die Geräuschkulisse ist schön. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass ich keinen Körper habe. Also scheinbar keine Hände, keine Beine sehe. Das finde ich ein bisschen schade. Boah, wie realistisch. Guck mal, hier sind immer noch die Wassertropfen, von wo ich jetzt gerade von dem Becken in das andere reingestiegen bin. Das ist ja geil gemacht. Okay, hier bin ich. Kann ich auch rennen? Ja, rennen kann ich. Okay. Das ist auch interessant. Mir sind auch Wassertropfen zu sehen auf dem Boden. Ich frage mich natürlich, wo bin ich hier überhaupt? Ja, was soll das alles? Oh, ich weiß jetzt und ich werde heute Nacht sowas von schlecht von diesem Erlebnis hier träumen, weil das, wie gesagt, eh schon so ein Wunderpunkt bei mir ist. Kann ich kriechen? Nee. Und eine Sache noch, die ich auch gut finde. Guck mal. Ah, kann ich dir das zeigen? Ja, guck mal, es ist auf Deutsch. Haha. Yes! Das ist gut gemacht auf jeden Fall. Das, ja, ist genau das, was wir brauchen. Okay, ist das der Bereich, wo ich mich gerade befinde, wo ich drin bin? Gänsehaut. Oh, der Stuhl. Ich krieg Gänsehaut nur, weil da hinten ein Graffiti oder was das ist. Was da wohl unten drin ist in dieser Suppe. Soll ich, oh nein, ich soll mich auf den Stuhl setzen und wahrscheinlich das betrachten, ne? Ja. Okay. Durchatmen. Oh, es ist schon intensiv, muss ich ehrlich zugeben. Schon sehr intensiv. Und wie gesagt, ich brauche keine Angst zu haben, dass mich irgendwas angreift oder hinter mir steht oder so. Darum geht es in dem Spiel überhaupt gar nicht. Lange, enge Korridor. Wie in einem Leichenschauhaus oder... Also. War ich hier schon? Habe ich eine Taschenlampe oder so? Nee, ne?
Okay. Das ist das, was das Spiel eben, oder was ich eben im Intro gesagt habe. Es spielt so ein bisschen mit der Angst des Verlorenseins. Oh mein Gott. Muss ich jetzt da rein? Die Angst vor Dunkelheit. Boah. Wahrscheinlich jetzt hier, wenn ich passe, ich hier durch. Oh ja. Was ist das? Alter, ich hab so Gänsehaut. Holy shit. Aber ich dachte, hier gibt's keine Monster. Verarscht das Spiel mich? Das Spiel verarscht mich. Es gibt doch keine Monster. Hansiges Haar. Not afraid of the dark. Hear the omnibus blowing. Arsch, was heißt das? Schreibt mal bitte in die Kommentare. Schreibt jetzt mal bitte du, genau du, der jetzt gerade zuguckt, was blowing heißt. Ich habe auf jeden Fall was freigeschaltet, weil ich mich was getraut habe, ins Dunkeln zu... Ja, diese Blitzblitzgeräusche. Das hört sich an, als ob ich einen Goldfisch in der Tasche hätte. Und das ist ja ein Erkundungsspiel. Das heißt, dass es hier auf jeden Fall... Was war das? Auf jeden Fall ein Ende des... Kapitel 1 gibt... Oh nein. Oh nein. Kommt jetzt der Part, wo ich das Gefühl habe, mich verloren zu haben, verirrt zu haben. Warte mal. Ja, hier war ich schon. Okay, also ich hatte... Ah ja. Ich hatte nämlich schon die Vermutung, dass die Räume sich vielleicht immer ändern, aber ich glaube, es ist wirklich ein Parcours, ein Labyrinth, durch das man durchlaufen muss und hier unten... Müsste man dann wahrscheinlich wieder... Ja, der, nee, pass auf. Oder? Komm, ich gehe jetzt doch hier durch. Scheiße. Jetzt lasse ich mich da immer wieder ein. Was tust du mir immer an? Warum willst du mich nur leid sehen? So. Ich bin eben da lang gegangen. Jetzt gehe ich mal da lang. Gucken, was da ist. Eine Treppe. Ach, eine Treppe. Eine Leiter. Irgendwas oder jemand hat die Leiter hochgezogen. Hallo? Sie da oben? Ich will hier raus. Ich sollte den Mund mal zumachen, sonst kommen die Fliegen rein. Was für ein Geschnaufe die ganze Zeit. Okay, hier ist zu. Eine übergroße Gummiente. Das Spiel will, dass ich da reingehe. Na gut. Ich meine, was soll schon passieren, ne? Was soll schon passieren? Das Höchste, was wir kriegen können, ist ein neues Achievement. Und da, ich schwimme da jetzt durch. Vielleicht ist da hinten ja der Ausgang. Ach, scheiße. Boah, kennt ihr, das gibt's auch so, dieses Gefühl, wenn man im Schwimmbad durch so einen enger Gang schwimmt oder durch eine Wasserrutsche durchrutscht, wo es dann so dunkel ist. Boah, da kommen auch tausend Erinnerungen hoch. Wendeltreppe, wo die wohl hinführt. Okay, da oben ist sowas wie eine Art Verbindungsbrücke zu einem weiteren Teilbereich. Und das hatte ich noch vergessen zu erwähnen. Ein Level dauert immer so ungefähr zwischen 10 Minuten und einer halben Stunde. Also 10 bis 30 Minuten. Hast du Bock? Ha? Sollen wir? Klar! Oh. Cool. Oh, ich bin untergetaucht. Das ist ja auch cool gemacht. Alter, es gefällt mir richtig gut. Ich finde das Spiel richtig klasse. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Schreib es gerne in die Kommentare, was du von dem Spiel hältst bis jetzt. Ich finde es richtig geil. Ich finde es gruselig. Ja, es ist eigentlich, muss ich ganz ehrlich gestehen,
hält es genau das, was es verspricht. Und eigentlich hat es schon nach 11 Minuten meine Frage schon beantwortet, die ich ganz am Anfang gestellt hatte. Was war das? Und ich frage mich, welche Ereignisse wir in diesem Spiel noch auslösen können. Da hinten, da gehe ich gleich hin. Aber was ist das da? Ah, da ist immer eine riesen Gummiente. Da ist ein Ausgangszeichen, war da gewesen. Also das ist so eine Art Labyrinth hier. Kann ich mit denen was machen? Oh, ich kann die schieben. Oh. Holy shit. Alter. Die Hände. Hinterher! Ich meine, jeder für sich gesehen hat ja ein anderes Empfinden, was gruselig ist. Aber für mich ist das der absolute Albtraum. Ich muss zugeben, ich war am Anfang sehr skeptisch. Ja, ich war am Anfang sehr skeptisch, was die Ausrichtung, was das Ziel des Spiels sein soll, weil ich mir nicht sicher war, ob es in mir das auslösen kann, was es verspricht. Und ich habe schon einiges darüber gelesen. Hier geht's weiter, aber ich will jetzt wissen, was hier ist. Weil ich glaube, es macht genau das und mittlerweile bin ich ziemlich überzeugt von dem Spiel, jetzt schon. Es ist auf jeden Fall eine herausragende Idee, so eine Art von Spiel zu machen. Herausragend. Dicke Props an die Entwickler, an das kleine Studio. Okay, Freunde, dann Abfahrt. Chapter 1 completed. Was? Viertelstunde habe ich jetzt gebraucht für Chapter 1. Aber ich würde doch noch in Chapter 2 reingehen. Ich bin so gespannt, was da noch kommt. Anscheinend kann man irgendwo versteckte kleine Sachen finden. Eins habe ich gefunden im ersten Chapter. Ich gehe davon aus, dass hier noch viele weitere sind. Okay, das erinnert mich jetzt so ein bisschen an so ein Sauna-Areal. Was ist das denn? Ich hoffe, man kann es auf YouTube erkennen. Es ist eine Treppe. Da läuft Wasser runter. Okay, ich habe jetzt die Möglichkeit, hier runter zu gehen. Fragezeichen. Gott, ich hoffe, man kann es auf YouTube erkennen. Da hinten ist was. Ich glaube, sorry, wenn man es nicht erkennen kann. Ich glaube, es ist ein kleines Quietscheentchen. Ein kleines Quietscheentchen. Es fällt mir selber gerade sauschwer zu sehen, was es ist. Und eine wichtige Sache noch. Da das Spiel ja mit Ängsten spielt, belohnt es dich auch. Das heißt, wenn du es schaffst, deine Ängste zu überwinden, wirst du irgendwas finden. Wow, das hat sich gereimt. Toll. Was ist das jetzt? Warte, ich will nur den Satz zu Ende bringen. Wie gesagt, wenn du dich traust, das, ne? Dann, wie gesagt, wir haben das eine gehört, das Geräusch, und wir haben die Hände gesehen unter Wasser. Das sind alles so Szenen, wo man eigentlich nicht hätte hinlaufen müssen. Aber trotzdem belohnt einen das Spiel. Also das ist schon mal ein kleiner Tipp für dich. Stell dich den Ängsten. Hier auch im echten Leben. Wenn man sich den Ängsten stellt und sie durchlebt, kann man nur gewinnen. Ich weiß, wovon ich rede. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Und das ist ja auch das, was das Spiel von einem will. Man soll das Gefühl haben, sich verirrt zu haben. In engen Räumen, in Dunkelheit. Ja. Guck mal hier zum Beispiel. Das ist die Treppe, ne? Die ich vorhin gesehen habe. Komm, ich gehe runter. Ich habe keine Angst. Vielleicht habe ich doch Angst. Jetzt habe ich ein Achievement bekommen und es wird mir nicht angezeigt. Ich gehe mal rückwärts. Ich glaube, das ist die beste Idee. Weil wenn ich nach vorne gehe, sehe ich ja gar nichts. Also siehst du was und ich was. Ich will wissen, wie... Was ist das denn für ein Effekt? Ey, das Spiel. Ey, das Spiel. Was macht das Spiel mit mir? Wie gut, dass ich so eine Stühle nicht zu Hause habe bei mir. Die würden jetzt nachher nach der Aufnahme würden die direkt rausfliegen aus der Wohnung. Wenn da eine Leiter ist,
Muss ich ins Wasser. Vielleicht ist dahinter ja noch was irgendwo. Oder ich krieg nochmal ein Achievement oder was weiß ich. Es war nur eine Runde schwimmen. Okay. Nicht schlimm. Auch das ist ja wichtig für das Spiel oder beziehungsweise die Absicht des Spiels, so dass man Dinge erkundet, dass man sich Sachen ansieht, dass man Sachen ausprobiert. Ich persönlich mag es immer, wenn man belohnt wird für Erkundungen, ja. Jetzt hier in dem Fall gab es leider keine Belohnung und wenn es auch nur, mit Belohnung meine ich auch nur ein, ja, ja nicht Jumpscare, aber so ein Mysterious Moment, wie die Hände unter Wasser vorhin. Okay. Noch tiefer rein in das Ganze. Okay, Chapter 2 completed. Das ist das, was ich wollte. Und damit bin ich auch am Ende dieses Videos angelangt. Denn ich wollte herausfinden, ob das Spiel verspricht oder hält, was es verspricht. So rum ist es richtig und es tut es auf jeden Fall. Fazit bis jetzt nach zwei Kapitel von 6, also ein Drittel haben wir gespielt. Unfassbar geil. Absolute Kaufempfehlung. Hol's dir, Beschreibung ist unten drin. Auf Steam direkt 10 Euro, bumm, gibt noch so viel zu sehen. Ich hoffe, ich konnte mit meiner Art und Weise, wie ich gespielt habe, dir das rüberbringen. Wie geil das Spiel eigentlich ist. Es gibt vielleicht zwei Sachen, die ich noch hätte so ein bisschen besser gefunden hätte, aber ich weiß nicht, was noch kommt. Es gibt noch ein paar Elemente, wo ich sage, die kann man noch reinbringen, um das Ganze noch krasser zu machen, um noch mehr mit Ängsten zu spielen. Ich sag natürlich nicht, welche das sind. Du kannst gerne in die Kommentare reinschreiben, was das deiner Meinung nach ist, was das Spiel noch krasser gemacht hat. Und manchmal hätte ich mir eine Taschenlampe gewünscht. Manchmal. Weil es doch schon ziemlich dunkel gewesen ist. Vielleicht auch nur so eine kleine, so eine schmale. Ja? Also so eine Funzel. Vielleicht auch nur ein Streichholz oder ein Feuerzeug. Aber das ist das Einzige. Wirklich mega geil. Also es packt mich voll, es greift mich richtig dort, wo die Albträume anfangen. Holt euch das Spiel, schreibt in die Kommentare, ob ihr noch einen zweiten Teil sehen wollt, die nächsten Kapitel. Und das war's von mir. Euer Pulsar, macht's gut und tschüss.